Okay, also ich dachte, ich stelle euch einfach mal Docker vor. Ich habe es jetzt ein paar Mal benutzt, einige Zeit. Ich bin jetzt nicht der absolute Experte da drin. Ich habe es auch nicht irgendwie in einem Production-Setup laufen. Aber ich nehme das, also ich habe schon ernsthaft jetzt versucht, es anzuwenden. Ich denke, es ist auf jeden Fall wert. Also zunächst mal, das ist das Logo von Docker. Man sieht schon irgendwie, es hat irgendwas mit Transport und Containern und so zu tun. Und es ist ein lustiger Wal. Zunächst mal ist die Frage, was ist Docker eigentlich? Docker ist ein standardisiertes Format für virtuelle Umgebungen. Es ist relativ jung, es ist momentan noch eine sehr schnelle Entwicklung, also es gibt so alle ein bis zwei Wochen neues Release, was dann ein regelmäßiges Update und so weiter erfordert. Nichtsdestotrotz, obwohl es eine klare Warnung davon gibt, dass kein Stable Release gibt und dass man es nicht unbedingt in Production einsetzen soll, hat Rackspace wohl 500.000 Instanzen schon laufen und es gibt sehr viele Leute, die es benutzen, weil es verdammt praktisch ist und die beste offene Lösung wohl in dem Bereich. Grundsätzlich erlaubt es unterschiedliche Laufzeitumgebungen, also zum Beispiel LXC, OpenVZ, OpenShift, KVM, ChangeRoot, Solaris Zones, wohl alles Mögliche benutzen zu können. Das Ganze passiert mittlerweile seit dem letzten Release 0.9 durch libcontainer, das wiederum auch einige dieser Techniken direkt nutzen kann. Frag mich nicht ganz genau, wie das jetzt gerade eingebunden ist und wie es das ganz genau macht. Es nutzt wohl die Kernel-Features direkt. Es ist technisch gesehen ähnlich wie BSD ChangeRoot oder Solaris Zones. Die habe ich nie benutzt. Ich habe nur mal ChangeRoot unter Linux ein bisschen benutzt und versucht, da Sachen irgendwie drin abzukapseln und da Prozesse laufen zu lassen. Aber es ist vom Konzept her ziemlich ähnlich. Und allgemein kann man Sachen im Container laufen lassen, die man auch auf dem Host laufen lassen könnte. Das ist nicht so überraschend, ist für Virtualisierungsumgebungen und so weiter, aber einfach nur so als Konzept. Und dann ist die erste Frage, die mir persönlich in dem Moment aufgetaucht ist, nachdem es jetzt schon ein paar Virtualisierungslösungen im Linux-Kernel gibt und es ehrlich gesagt auch nicht gerade übersichtlicher wird, wenn man jetzt noch mehr dazu reinbringt, ob das tatsächlich irgendwie einen Fortschritt bringt. Ich weiß nicht, ob ihr den XKCD-Comic kennt zum Thema Standardisierung. Ich weiß auch nicht, ob ihr es wirklich lesen könnt. Kannst du? Ja, kann man. Okay. Sehr gut, okay. Also das wäre für mich jetzt die erste Frage, eben lohnt sich das wirklich oder ist es nicht noch eine weitere Komplexitätsebene, die man da irgendwie mit reinzieht und dann wird es nochmal abstrahiert in Anführungsstrichen und man hat noch mehr, mit dem man rummachen muss, weil erst gab es KVM, dann gibt es noch, was weiß ich, es gab auch mal User-Mode-Linux und es gab da 1000 Möglichkeiten, irgendwas zu tun und letztendlich ist das alles auch nicht unbedingt so einfach oder man braucht dann wieder einen riesigen Stack, um das zu verwalten. Okay, also Docker. Die Motivation für Docker erstmal allgemein, das Problem, ist, dass man häufig die Schwierigkeit hat, dass man einen Haufen Sachen laufen lassen will, irgendwelche Dienste, Software, man will, das sieht man hier jetzt schlecht auf dem Bild, aber grundsätzlich ist einfach nur die Idee, okay, man hat sowas wie statische Webseiten, man hat irgendwelche Batch-Jobs, man hat irgendwelche Web-Frontends, alles, was man so typischerweise irgendwie auf der Infrastruktur und Software laufen lassen will. Und man hat einen Haufen Optionen für Deployment, irgendwelche Cloud-Computing-Sachen, irgendwelche älteren Server, neuere Server, unterschiedliche Betriebssysteme, bla bla bla. Man hat also zig Deployment-Optionen und man will in der Regel auf irgendeiner dieser Plattformen all diese Sachen im Prinzip laufen lassen können. Und das haben die dann von Docker entsprechend, also all diese Grafiken sind auch von der Homepage. Wenn ihr das nachgucken wollt, da ist auch immer super alles erklärt. Das wurde als Matrix of Hell bezeichnet, weil logischerweise diese Matrix immer größer wird. Dementsprechend also nur einen neuen Dienst oder eine neue Plattform, sich irgendeine neue Programmiersprache deployen wollen, hat man schon das Problem, dass man auf all diesen Architekturen, Betriebssystemen, bla bla bla, eben auch dafür sorgen muss, dass das ohne weiteres geht, dass die Konfigurationen die gleiche sind und so weiter. Also typische Deployment-Probleme. Okay, also die Motivation von Docker ist genau diese Probleme. Ich kann mal gucken. Ja. Ist genau diese Probleme zu reduzieren oder, sage ich mal, das wegzuabstrahieren, das zu ignorieren und an der Stelle eine Abstraktionsschicht zu machen. Das wurde ganz gut, diesen 12-Factor-App-Regeln, die ich selber erst in dem Kontext gesehen habe, aufgelistet.
die aber im Prinzip sowas sagen, wie dass man eben versucht, möglichst stateless Maschinen laufen zu lassen und die Sachen voneinander zu entkoppeln und nur über einen Port freizugeben und praktisch als Service einfach nur im Netzwerk laufen zu lassen und irgendwie einheitlich die Logs rauszustreamen und dann eben automatisch zu sammeln und möglichst verhindert, dass sich irgendwie einzelne Teile besonders stateful irgendwie entwickeln und dann irgendwie mit allem anderen wieder zusammen verknüpft werden müssen, sondern dass man sie leicht voneinander trennen kann, irgendwo rausschießen, woanders wieder starten und so weiter. Und genau das ist im Prinzip das, was man mit Docker versucht zu machen. Man versucht eine Entkopplung der Umgebung und der Anwendung. Also ist Docker selbst keine eigene Virtualisierungsumgebung. Es ist zwar in gewisser Weise noch eine weitere Abstraktion, die man hat, aber es ist nicht noch irgendwie ein zusätzliches Ding. Man kann es mit all den bestehenden Virtualisierungslösungen kombinieren, zumindest ist es die Absicht. Für mich persönlich, in letzter Zeit, da ich da ziemlich viel mit irgendwelche Sachen deployed habe und angewendet habe und was ich und da irgendwelche lustigen Build-Tools benutzt habe, für Java-Projekte und so oder auch Python-Zeug, was weiß ich. Es ist im Prinzip also eigentlich meiner Meinung nach eher aus der Entwicklerperspektive geschrieben, dass man wirklich hergeht und Make-Files oder Build-Files im Prinzip direkt für eine VM und für den Service schreibt und von da aus eben solche Container direkt ad hoc erzeugen kann, auch direkt Sachen von GitHub zum Beispiel pullen kann, direkt deployed in dem Container, der baut einem den und man kann ihn jederzeit neu bauen lassen und so weiter. Also es ist eine ziemlich entwicklerfreundliche Perspektive, sage ich mal, auf Admin-Aufgaben. So habe ich das zumindest empfunden, weil man eben nicht all die man muss die Paketverwaltungstools und so schon kennen, aber man kann sich so ein vorgefertigtes Bildfile oder so nehmen und damit sehr sehr einfach und sehr komfortabel, transparent in der Umgebung eben so einen Container erstellen. Aber ich gehe noch genauer darauf ein, wie so ein Container und so auch aussieht. Also nur mal so viel zur Motivation. Es gibt ein zentrales Repository, das ist auch ziemlich nett. Da sind schon tonnenweise irgendwelche Images vorgefertigt für Standarddistributionen, für typische Dienste, für was weiß ich, irgendwelche Datenbanken, MongoDB, CouchDB, irgendwelche Stacks, egal was man braucht. Und man kann auf die dann auch wieder aufsetzen. Das werden wir jetzt auch gleich sehen. Hier ist nochmal die Analogie, wie das war im Prinzip die Container-Analogie, die Docker die ganze Zeit eigentlich bemüht. Ist erstmal, wie war das vor 1960 im Transport und es muss wohl sehr chaotisch gewesen sein, weil es gab keinen Standard-Container und das heißt, bei jedem Transportweg musste immer jedes Produkt in einer eigenen Verpackung irgendwie da reingebracht werden und es war alles sehr aufwendig und chaotisch, einfach nur um Sachen irgendwie zu transportieren. Und die geniale Idee war dann einfach, den Standard-Container einzuführen, der das in allen Umgebungen flexibel hält, was in der Informatik auch nicht so abwegig ist, einfach eine Abstraktion einzuführen, aber okay. In dem Fall ist das vielleicht eine ganz passende Analogie und das ist dann das Gleiche eben wie vorhin in dieser Grafik, dass Docker praktisch dazwischen steht, zwischen den Deployment-Optionen und der Software, die man jeweils installieren will. Okay, grundsätzlich ein Aufbau von so einem Container ist praktisch geschichtet. Also es gibt immer ein Basis-Image, zum Beispiel Ubuntu, was weiß ich was, Debian, was weiß ich was oder so. Das nimmt man einfach direkt. Der pullt es. Das ist eigentlich unveränderlich. Das heißt, alles immutable oder der schreibt halt einen neuen Layer immer oben drauf. Jedes Mal, wenn man einen Schritt macht in dem Makefile oder man kann es auch mit der Shell direkt machen. Ich mache es nur noch mit Makefiles mittlerweile, weil es leichter ist. Man kann es aber auch alles direkt über ein Command-Line-Tool eben steuern und schrittweise diesen Container aufbauen. Jedes Mal, wenn so ein Schritt ausgeführt wird und committed wird, dann wird praktisch eine weitere Schicht geschrieben, die ist read-only und es wird wieder ein write-Container oben drüber gesetzt, sodass man da wieder im nächsten Schritt reinschreiben kann und dadurch bekommt man structural sharing, also die zugrunde liegende Struktur. Man hat zum Beispiel das Basis-Image nur einmal gepullt, man hat unter Umständen den eigenen Python-Stack nur einmal gepullt, was ein ganz klarer Unterschied zur VM ist, da werde ich dann auch gleich nochmal drauf eingehen. Das heißt also, es ist schichtweise Aufbau oder inkrementell. Der zweite Aspekt, der ziemlich wichtig ist und der für mich persönlich, es war aber nur so ein bisschen hobbymäßig, also wie gesagt, zwar nicht so richtig produktionsmäßig, aber wenn ich so KVM-Sachen ablaufen lassen oder die verwaltet habe unter Linux, war halt immer die Frage, wie organisiere ich irgendwie das Netzwerk, wie trenne ich die Sachen voneinander, wie
wie teile ich das auf und strukturiere das oder so, und relativ schnell kommt man an den Punkt, man will Sachen miteinander verknüpfen, die irgendwie dann doch nicht wirklich im gleichen Subnetz sind oder doch nicht wirklich in dem gleichen Firewall-Bereich, was weiß ich was, und das ist alles ziemlich nervig gewesen. Und der Vorteil ist, bei Docker ist zunächst mal alles getrennt. Das heißt, ein Container kann nichts tun, außer aufs Internet zugreifen, aber er kann nicht andere Container ansprechen, er kann nicht den Host unbedingt ansprechen, man kann ihn praktisch komplett da raushalten. Und dann macht Docker für einen in der Regel all diese Sachen wie Storage mit dem Host zu teilen, zwischen Containern zu teilen, direkte Netzwerkverbindungen herzustellen, Port Forwarding nach außen eben freizugeben, sodass man es dann direkt irgendwie im Load Balancer oder was weiß ich, was man machen will, einfach nur in der Firewall durchzureichen, den Port da drauf einzustellen, wie immer man das machen möchte. Und Docker verwaltet es mehr oder weniger für einen und gibt einem auch in der entsprechenden Umgebung dann, wenn man die Sachen eingestellt hat, über Environment-Variablen eben die Konfigurationsoptionen der anderen Container. Also dass man, wenn man Datenbank-Container hat, zum Beispiel einfach aus der Environment-Variable die aktuelle IP dieses Datenbank-Containers rauslesen kann, den Port rauslesen kann und damit direkt dann praktisch die Konfiguration dieses Containers transparent auf einen fremden Datenbank-Container haben kann, ohne festgecodete IPs und sonst irgendwas Konfigurationseinstellung. Okay, das werden wir später auch nochmal kurz sehen. So. Also nochmal zu den technischen Details. Hier sind nochmal die Schichtungen. Es gibt praktisch drei verschiedene Techniken, die momentan eingesetzt werden. Ich habe bisher nur AUFS benutzt. Das ist dafür wohl auch am ursprünglichsten am Anfang genutzt worden. Ich würde gerne mal BTRFS da irgendwie ausprobieren, inwiefern das geht, weil sich das wohl ganz gut damit kombinieren lassen müsste. Es gibt auch von Red Hat irgendwie initialisiert den Device Mapper Unterstützung, die mittlerweile drin ist. Die Techniken kann Docker benutzen, um diese Images zu schichten und automatisch eben das so aufzubauen. Also wir sehen, hier unten ist der Kernel, ist der Host-Kernel. Die blauen Teile sind Base-Image, noch ein Image, wo Emacs hinzugefügt wurde und committed, nochmal ein Image, wo Apache hinzugefügt wurde und committed. Und oben drauf sitzt dann wieder ein writable Container, der mit dem nächsten Commit praktisch geschrieben werden würde und so weiter. Ich glaube, es gibt irgendwie so eine Grenze. Ich habe es noch nie geschafft, mehr als 30 Schichten irgendwie drauf zu klatschen oder so. Aber man kann mit AUFS wohl da irgendwelche Probleme bekommen. Weiß nicht, habe ich noch nicht gehabt. Logischerweise, das habe ich eben schon mal kurz erwähnt, die Container brauchen nur Deltas. Das heißt, man hat sehr viel weniger Platz als mit VMs. Und mit BTFS könnte man das wahrscheinlich auch wirklich sehr geschickt mit dem Host-System und Snapshots und so weiter kombinieren. Also hat er sehr flexibler und kann damit leichter arbeiten. Ist wesentlich leichtgewichtiger. Und man hat gleichzeitig einen Vorteil auch, was ich bei VMs war immer so ein bisschen so eine Blackbox, wenn die gelaufen ist. Was der Container schreibt, ist zwar in der letzten Schicht oben drauf, aber er schreibt nicht direkt ins Image. Das heißt, das Image ist immer noch da und ich kann das Image jederzeit wieder starten. Ich kann es auch droppen, einfach wenn ich sage, okay, der hat Mist geschrieben und so weiter. Ich starte ihn einfach neu oder so. Das heißt, er kann nicht selbst unkontrolliert praktisch in das Dateisystem schreiben. Er hat zwar ein schreibbares Dateisystem unter sich und man kann diesen State auch behalten und so weiter und kann da drin Sachen verwalten, aber man hat trotzdem eine saubere Trennung von im eigentlichen System. Das kann man auch anders bekommen. Aber ich sag's nur. Hier ist auch nochmal dieser Vergleich mit dem Leichtgewichtig. Das war auch von der Docker-Webseite, wo sie das gezeigt haben. Und im Prinzip ist einfach nur die Höhe, soll zeigen, wie viel Stack muss ich jeweils laden, um eine App laufen zu lassen. Und da ist halt der Unterschied bei einer VM, das kennt ja jeder, man braucht für Linux-Kernel, für User-Space, allein für jede VM 100, 200, was weiß ich, wie viele Megabyte man eben braucht, um allein nur eben den Stack zu laden, den man braucht. Und man hat, ich weiß nicht, ob es irgendwas gibt in der Richtung, dass man structurally memory scheren kann zwischen VMs oder so, was auch schon ziemlich unheimlich wahrscheinlich wäre, keine Ahnung. Aber grundsätzlich braucht man halt dann so für jede App und für jede VM nochmal diesen Arbeitsspeicher und diese ganzen Ressourcen, die die VM eben braucht, je nachdem wie viel es ist. Man sieht auch, da ist der Hypervisor dazwischen. Ja, und rechts bei Docker ist es halt nur der Server mit dem Host-Kernel. Da läuft dann Docker irgendwie, verwaltet diese Dinge und dazwischen ist im Prinzip, die teilen alle ihre Struktur und man kann die wirklich innerhalb von Millisekunden, Sekunden starten, löschen, sonst irgendwas damit machen. Es ist also nicht das gleiche wie ein komplettes Betriebssystem. Nochmal zu den Implementierungsdetails, vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Es ist in Go implementiert mit Communicating Sequential Processes, also es ist entkoppelt Concurrency von Threading, was es wahrscheinlich sehr viel einfacher gemacht hat, das zu schreiben. Dazu kommt noch, dass das natürlich auch Garbage Collection und so weiter hat.
Ich habe selber in Go aber nicht wirklich was gemacht. Ich kann dazu nicht viel sagen, aber es hat wahrscheinlich der Entwicklung geholfen, vermute ich mal. Man braucht einen Kernel 3.8 oder neuer. Ich hatte es am Anfang auf einem Debian Stable laufen. Das war keine so super Idee, weil es war dann ziemlich unstable. Ja, und mittlerweile, also auf neueren Ubuntu oder so, geht es bei mir wirklich ganz gut. Und da kann man auch Memory begrenzen und so. Das ging bei den älteren Kernel noch nicht. Also die haben da auch teilweise Sachen, die sie wohl jetzt erst in die letzten Kernel eingepflegt haben, die das irgendwie verbessern und auch irgendwelche Sachen erst eingepflegt. Ja, grundsätzlich, wenn man das neu baut, das hätte ich vielleicht auch vorher schon sagen können, wenn man das neu baut, das Image sind logischerweise nur immer die Schritte notwendig, die sich nicht geändert haben. Das heißt, wenn man so ein Bildfile hat und man ändert in der letzten Zeile was, dann wird alles andere behalten, was man vorher schon hatte, und der generiert nur die letzte Zeile neu, was sehr viel weniger Zeit kosten kann, als zum Beispiel, was sich alles zu installieren und sonst irgendwas zu machen. Und die REST-API ist noch nicht stabil. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber die ist erst ab Version 1.0 stabil. Wir sind jetzt bei 0.9, wenn ich überhaupt noch aktuell bin. Wie gesagt, es geht alles ziemlich schnell immer noch. Es ist gerade mal ein gutes Jahr alt oder so, also das ist eigentlich für den Bereich, dass es so erfolgreich ist, schon wirklich erstaunlich. Okay, was auch noch ganz interessant ist, ich war neulich beim CCCHD, da haben die es auch vorgestellt, da hat er es auch mit Sicherheit mal kurz angesprochen, dass man irgendwie aus dem Container ausbrechen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt, wie man irgendwie aus ChangeRoot oder aus einem LXC-Dingsbums rauskommt. Und da kam irgendwie das Thema auf, wie sicher ist das Ganze, und es gibt auch einen Vergleichsartikel, der ist auch hier verlinkt, bei Docker. Eben ist es nicht besser, eine VM zu haben, weil eine VM hat grundsätzlich eben, ist komplett getrennt, läuft komplett in einem eigenen Memory-Bereich, und die einzige Angriffsschnittstelle, solange man nicht hier anfängt, irgendwelche anderen Sachen zu teilen, wäre der Hypervisor grundsätzlich. Und ist es nicht gefährlich eben, weil das eigentlich nur über Kernel Namespaces läuft. Das heißt, der Prozess sieht einfach die anderen Namespaces von dem Hostkernel und den anderen Containern nicht und kann darauf nicht zugreifen. Aber er läuft ja praktisch im gleichen Kernel. Also ich habe wirklich nur einen Kernel da drin. Und C-Groups verwalten das, dass eben keine dieser VMs irgendwie total DDoS-mäßig irgendwelche verrückten Sachen machen kann. Damit kann man halt die Ressourcen irgendwie einteilen, was ansonsten eben auf VM-Ebene einfach über das Prozess-Scheduling theoretisch passieren würde. Dazu war in dem Artikel gestanden, und das muss ich auch noch dazu sagen, also erstens mal, wenn man ausbricht aus dem Container, wie auch immer, und es schaffen sollte, man muss die Anwendungen, die wirklich wichtig sind im Container, zum Beispiel als erstes mal auch nicht unbedingt als Root laufen lassen, obwohl das erstmal so passiert, wenn man diese Build-Files und so schreibt und das am Anfang geht. Das ist das, was ich gemacht habe, um das zu verhindern, weil es ein normales System, kann man einfach mit sudo oder mit, was weiß ich, mit irgendwelchen anderen Sachen, wie immer man das machen will, kann man das machen. Dann, was in dem Artikel noch erwähnt wurde, ist, dass man natürlich traditionelles Hardening benutzen kann, um das Ganze noch zu kombinieren. Also Docker benutzt Capabilities und droppt auch einen ganzen Haufen Sachen, die es wohl nicht braucht, um irgendwie so Sachen wie Bridging oder was weiß ich. Also man kann aus dem Root in dem Container nicht annähernd so viel machen wie in einem normalen Host, auf dem normalen Hostkernel oder so, wenn man die nicht wieder dazu gibt. Daher, ja, es ist die Frage, wie groß die Angriffsfläche ist, und was natürlich ein mega Vorteil ist, aber das kennt ihr vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ich hab aus Europe so einen billig virtuellen Surfer, und die haben, glaube ich, OpenVZ oder so, und die updaten halt den Hostkernel praktisch für mich. Das heißt, man hat einen Kernel in dem ganzen System und man updatet den für alle VMs, und das heißt, keine der VMs hat irgendwelche uralt Kernel mit Sicherheitslücken oder so, was eben auch umgekehrt ein Problem ist dann in dem Moment, wenn man einen Haufen VMs hat und die müssen irgendwie stabil laufen und man will die nicht anfassen oder es wird chaotisch oder was weiß ich. Aber in dem Fall ist es halt, okay, man muss zumindest mal nur diesen einen Kernel managen. Also ich weiß nicht, ob es sicherheitsmäßig schlechter ist oder nicht. Es hängt davon ab, ob man leicht ausbrechen kann, als wenn man root ist in einem Container. Dazu habe ich aber nichts gefunden. Und ach ja, dazu kann man auch noch sagen, was ich auch gelesen habe, ist, dass LXC und OpenVZ sind von 2007 oder 2008, also OpenVZ ist nicht im Mainline-Kernel, glaube ich, aber LXC schon, ist schon länger da drin. Das heißt, die Techniken, die Docker benutzt, mittlerweile wohl auch direkt benutzt, auch ohne LXC, also der kann auch irgendwie diese Kernel-Features direkt eben, diese Namespaces und Sachen so benutzen.
die sind sehr gut getestet. Das ist jetzt nicht irgendwie Docker ist fancy und neu, aber meine Sicherheit ist dann, was weiß ich, total irgendwie unbekannt oder so. Ich meine, klar, der Docker-Daemon ist noch eine Angriffsoberfläche. Also da müsste man halt auch gucken, kann man da irgendwas machen? Was macht Docker so alles? Und ist der erreichbar und so weiter? Okay, dann dachte ich, keine Präsentation ohne eine Live-Demo. Oder um zumindest mal zu zeigen, wie sowas aussieht. Ich bin einfach mal hergegangen, ich hatte das Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Ich glaube nicht. Okay. Also das, so sieht so ein Bildfile aus. Ich zeige es auch gleich nochmal. Man kann diese Befehle alle mit der Hand ausführen. Das ist keine fancy Syntax oder so. Das Einzige, was immer da steht vorne, ist praktisch in Großbuchstaben die Beschreibung. Es gibt so ein paar Felder. Hier gibt man als erstes mal das Basis-Image an. Das ist jetzt hier Ubuntu Trusty. Den Maintainer sollte man angeben, man kann oben auch reinschreiben, das habe ich jetzt nicht gemacht, für welche Docker-Version es ist, weil solange das schnelllebig ist, könnte sich das auch ändern. Und dann kann man im Prinzip einfach Befehle absetzen mit Run. Einfache Shell-Befehle, die werden als Root direkt in den Container ausgeführt. Und dann macht man das, was man einfach ansonsten aufmachen will, was weiß ich, irgendwelche Quellen hinzufügen, Pakete habe ich jetzt hier abgedatet, dann Nginx installiert. Dann habe ich das Config-File gelöscht und man kann das hier zum Beispiel mit diesem Add-Befehl direkt einfach da in den etc-Nginx-Ordner reinschreiben. Das ist da dann auch fest drin. Ich glaube auch nicht, dass ich weiß nicht, ob man es überschreiben kann. Da gibt es so ein paar Sachen, manche Config-Files habe ich irgendwie vorgestern oder so ich gemerkt, man kann zum Beispiel Hosts nicht überschreiben. Bisschen nervig, aber ich konnte mich da irgendwie drum herumdrücken. Ich weiß nicht, was für Lösungen es da gibt. Man kann das auch irgendwie umgehen, aber ja, das war ein Problem. Hier kann man auch einen Ordner, Certs sind die Zertifikate. Ein Punkt, der nervig ist, wenn man vom normalen System kommt, ist, dass sehr viele Sachen, die man normal so über einen Init, blablabla, Service, was weiß ich, wie auch immer, über Upstart oder keine Ahnung was startet, startet man halt über so ein lustiges Init-Script und das returnt aber. Bei Docker bedeutet aber das, dass dieser Prozess läuft, solange er läuft, und wenn er return ist, der Container praktisch aus. Also das war's dann. Das heißt, sobald er returnt, egal ob der diesen Dienst gestartet hat, wenn das der Befehl ist, mit dem er gestartet wurde und der returnt, dann ist der Container praktisch wieder aus. Und hier habe ich jetzt einfach nur mir das zurechtgehackt und habe einfach gesagt, okay, schreib mal noch in die Config-File irgendwie, dass der nicht als Daemon laufen soll und dann kann ich das Init-Script benutzen. War jetzt die einfachste Sache für mich. Und da unten sehen wir das Command, das ist der Startbefehl, wenn man nichts anderes angibt. Es gibt noch ein paar Optionen. Man kann das Ganze als JSON-Array angeben. Also einfach mit eckigen Klammern und mit Strings und so weiter die Parameter. Oder man schreibt einfach einen Shell-Befehl hin, wie hier. Und man kann das auch noch irgendwie einen Entry-Point definieren. Der wird dann immer ausgeführt, egal wie man den Container startet. Das ist ein Detail. Ich weiß nicht ganz genau, warum das nötig ist. So sehr. Aber so würde es aussehen. Und wenn man das Ganze jetzt, wenn man Docker einfach mal aufruft, Docker ist einfach nur so ein ganz billiges Command-Line-Tool, dann sagt er einem als erstes mal, was er alles kann. Das sind jetzt so ein Haufen Sachen. Dann kann man einfach mal gucken mit typischen Docker PS zum Beispiel, listet alle aktuellen laufenden Container auf, sind keine da. Wenn wir jetzt mal da reingehen, dann könnten wir zum Beispiel sagen, okay, wir wollen den bauen. Wir geben dem irgendwie so einen Namen, sich, Nginx, und wir sagen hier. So, und da ich den schon mal gebaut hatte, boom, ist es sofort da, weil er muss nichts neu bauen, er hat das ganze Fall durchgeguckt. Wenn ich den jetzt löschen würde, müsste ich mal gucken, so irgendwie müsste ich die Images anzeigen, so, dann kann ich hier das nochmal löschen, das wäre so, und jetzt baut das im Prinzip neu, auch wenn ich das Base Image neu pulle, das ist dann das, was man macht, wenn man eine VM updatet. Wegen den Entry Points. Das erlaubt es, dass du das eigentlich in Befehl aufrufst und Parameter übergibst und dann direkt den Output kriegst. Anstatt dass du. Achso, du meinst, du startest den Container und dann gibt er die Parameter von dem Container-Startbefehl an den Entry Point durch. Ja. Okay. Ah, okay. Alles klar.
Okay, also jetzt sieht man halt, wie er das baut, so würde es dann aussehen, ganz normal. Geht er jetzt durch all diese Schritte durch, sagt einem auch immer die Commit, den Commit-Hash nach jedem Schritt für das Image. Und so funktioniert es. Man kann dann auch ohne weiteres in den Ding, in den Prozess selber reingehen. Wenn er jetzt fertig ist, dann kann man zum Beispiel sagen, Run, Docker Run, dann gibt man an I und T für Interaktiv und Terminal und ich möchte den ausführen. Und da ich jetzt keinen Entry Point habe, kann ich einfach sagen, okay, ich möchte bin Bash haben und schwupps bin ich im Container drin. Das war noch nicht mal messbar, die Ding, er hat ihn sofort gestartet, der läuft jetzt. Wenn wir das nochmal gucken, müssten wir theoretisch den hier auch direkt laufen sehen. Wir sehen, da ist einer drin mit Command bin Bash. Der taucht auch als normaler Prozess, weil der eben als normaler Prozess auch im Host-Kernel läuft, auch ganz normal im Prozessor-Listing auf. Also man sieht, was da drin auch wirklich konkret läuft an Prozessen, weil die sind nicht irgendwie, die sind zwar getrennt, aber sie laufen trotzdem praktisch in dem Hostkern. Ja, das war so demo-mäßig. Ich meine, es gibt noch mehr Dinge, wenn man da drin ist, kann man halt hier ja im Prinzip alles Mögliche machen. Man muss dann halt von außen committen. Also es reicht nicht nur, irgendwas da drin zu machen. Wenn man das in einem Image haben will, muss man halt committen. Ja. Ich denke, das war es von meiner Seite weitestgehend. Was ich mir mal kurz angeguckt habe noch, war, es gab auch irgendwie die Möglichkeit, Desktop-Anwendungen da drin zu laden. Also es gab auch schon einen Vorschlag und es klingt natürlich auch mal gar nicht so uninteressant. Vielleicht, ob man seinen Browser nicht irgendwie ausklammern kann und sagen kann, den möchte ich eigentlich nicht irgendwie in meinem normalen System laufen haben. Den würde ich da gerne irgendwie raustrennen oder so. Da gibt es Docker Desktop dafür. Ich habe es nicht wirklich zum Laufen gebracht. Ich habe es allerdings auch noch einmal kurz probiert. Weil ich nicht genau weiß, ob es wirklich bringt und ob es nicht mehr Arbeit ist hinterher, als es tatsächlich wert ist. Aber es ist nicht uninteressant, denke ich. Und es gibt auch zunehmend Sachen, die auf Docker aufbauen, und zwar jetzt schon seit einem halben Jahr oder so. Eine davon, die ich mir mal angeguckt hatte, war CoreOS. Ein CoreOS zum Beispiel benutzt nur einen minimalen Hostkernel irgendwie mit Systemd und Docker und vielleicht noch irgendwas anderem. Der hat noch so einen Konfigurationsdaemon, etcd heißt der. Der ist, glaube ich, auch in Go geschrieben, ich weiß nicht genau. Der dann nochmal die Konfiguration praktisch über das ganze Cluster oder so, über diese ganze Orchestration Solution, was weiß ich, wie das man das so immer nennt. So wurde es da auch irgendwie benannt, keine Ahnung. Dafür benutze ich der in Heidelberg, der es vorgestellt hatte, der hatte gemeint, er benutzt es für automatisches Deployment Testing, irgendwie mit Jenkins, für irgendwelche Bio-Statistik-Sachen, was weiß ich. Da ist er nicht genau darauf eingegangen. Und was noch ganz interessant ist, ist, dass Red Hat ziemlich krass, ziemlich schnell auf diesen Zug aufgesprungen ist und es in Red Hat Enterprise Linux jetzt wohl schon integriert hat, auch mit OpenShift es integrieren will und da auch sehr viel dahinter gesetzt hat. Das ist wohl auch in OpenStack irgendwie integriert. OpenStack habe ich mal installiert und der hat meine ganze Maschine vollgemüllt und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, das ist komplizierter, als es irgendwie so zu machen für das, was ich bisher mache. Und ja, so sieht es momentan aus. Ich weiß nicht, wann die 1.0 wirklich rauskommt oder wie lange das noch dauert, bis das wirklich stabil ist. Aber es ist auf jeden Fall schon sehr viel angenehmer. Und ist, wie gesagt, also direkt Sachen von GitHub ziehen, bauen, fertig, starten und ja, ist ziemlich flexibel. Ja. Ich denke, das war alles, was ich dazu momentan sagen kann. Oder so ungefähr. Alles.